wir denken sehr idealistisch über einen Ort nach, den wir kreieren könnten, hin zur Umsetzung in die Realität wirklich dieses Ortes, in dem wir ständig wieder neu entschieden haben, über uns hinauszuwachsen. Was wollen wir eigentlich noch machen? Was wollen wir noch erreichen? Und zwar ganz klar war die Antwort immer, wir wollen was zurückgeben. Und man weiß es ja selbst, man gibt total gerne. Und wenn man andere Menschen sieht, die sich darüber auch noch freuen und die den Weg mitgehen, das ist eigentlich das Schönste, was man eigentlich zurückbekommen kann. Also diese letzten jetzt fast 4 Jahre, in denen ich in verschiedenen Konstellationen dieses Projekt mit begleitet und auch geführt habe, waren super herausfordernd. Also da gab es immer wieder Phasen, die mich wirklich an den Rand dessen gebracht haben, was ich so halten kann. Um überhaupt in die Richtung zu kommen, eine Schule zu gründen, muss man eigentlich seine Hausaufgaben machen. Und das macht man mit sehr viel Freude, mit sehr viel Engagement. Aber es ist natürlich auch extrem anstrengend, weil man natürlich, aber das ist auch, glaube ich, gut so, am Anfang gar nicht weiß, wie riesig dieser Ball ist, den man bewegen muss oder bespielen muss, dass man am Ende zum Ziel kommt, überhaupt eine Schule an den Start zu bekommen. Was das Besondere an unserer Schule sein soll und auch sein wird, ist, dass wir einen großen Fokus darauf legen, wie wir Beziehungen gestalten an der Schule. Also es geht darum, dass diese Beziehungen zwischen Kindern und Lernbegleiterinnen, aber auch innerhalb des Teams und auch die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern an der Schule und den Eltern sicher und liebevoll und sehr, sehr friedlich stattfinden. Und wie können wir einen Raum kreieren, in dem jedes Kind seine Talente und seine Potenziale entfalten kann? Dass die Kinder voneinander und miteinander lernen, sich gegenseitig bereichern, dass sie wirklich gesund und glücklich aufwachsen können und eine gute, schöne Schulzeit haben können. Als ich dann an meine eigene Schulzeit mich zurückerinnert habe, dachte ich mir, eigentlich kann man doch nichts Geileres machen, ja, als eine Schule zu gründen, um der Gesellschaft auch wieder was zurückzugeben. Das war, glaube ich, dann schon relativ am Anfang für mich klar, dass ich gerne diesen Weg unbedingt mitgehen möchte, weil es mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat. Worum es mir eigentlich wirklich geht mit der Schule, ist tatsächlich, dass wir nicht nur auf die Kinder schauen, sondern dass wir uns auch erlauben, auf uns als Erwachsene zu schauen und zu sehen, welche Verletzungen haben wir früher in unserer Kindheit erlitten? Wie war unsere Schulzeit? Uns erlauben, dahin zu schauen, auch diesen Schmerz, der vielleicht damit verbunden ist, oder diese Idee von, ach, hat noch keinem geschadet, vielleicht auch mal so ein bisschen zu öffnen und liebevoll hinzuschauen, wie ging es mir denn? Und möchte ich das, wenn ich entscheiden kann, wie es für die zukünftige Generation laufen kann, möchte ich, dass es wieder so läuft? Unsere Eröffnungsfeier, das war eigentlich so der Tag, auf den ich persönlich so am meisten hingearbeitet habe. Und im Endeffekt ist es auch genau so eingetroffen, dass ganz viele Menschen gekommen sind. Die ganze Energie, die wir in den letzten 4 Jahren wirklich in das Projekt reingesteckt haben, ja, damit haben wir uns einfach bei dieser Eröffnungsfeier belohnt, weil, glaube ich, alle Leute gesehen und gespürt haben, was wir in diesen 4 Jahren aufgebaut haben.